another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem mittlerweile fünften Podcast. Hi Gunnar. Hallo Christian. Ja, wir haben uns diesmal ein älteres Spiel genommen, nachdem die Spiele, über die wir bisher gesprochen haben, vergleichsweise jung waren. Aber diesmal geht es um einen echten Klassiker. Und auch der hat, wie in unserem ersten Podcast auch, jüngst eine Neuauflage auf dem iPad bekommen. Wir reden von Sid Meier's Pirates. Genau, und ich habe die gerade gespielt, was einer der Gründe ist, warum wir Pirates zu diesem jetzigen Zeitpunkt machen. Sind ja immer ganz froh, wenn wir nochmal einen Vergleich haben zu einer aktuellen Version, damit die jungen Leute unter 40 auch was verstehen. Und also ich spiele die gerade sehr intensiv und das ist in der Tat das Grundprinzip, alles was aus dem Grundprinzip noch da ist, ist eigentlich super. Stimmt. Ja, macht mir viel Spaß, insbesondere die Schiffskämpfe und alles, was sie sich so dann neu dazu ausgedacht haben an Minispielen, hätten sie sich auch gerade sparen können. Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Es passt ganz gut zum generellen Pirates-Szenario, weil das ja an sich schon ein Genre-Mix ist. Das war ja auch im Original eine Mischung aus Action und Abenteuer und Strategie und so weiter. Und da noch das ein oder andere Geschicklichkeitsspiel mit reinzutun, wie sie es jetzt haben, ist dann auch nicht mehr so schlimm. Das stimmt. Das ist ja eine Tradition. Auch das Ur-Pirates hatte ja schon Geschicklichkeitsspiele, die mir nicht gefallen haben da drin. Also das mühsame Strategiespiel, wenn man da über Land Städte angegriffen hat. Das war auch schon sehr nervig und hier ist meine Nemesis in der iPad-Version, ist das Tanzen. Man ist ja als Pirat in der Karibik unterwegs, wir erzählen das vielleicht gleich noch ein bisschen ausführlicher und man kann dann Gouverneurstöchter heiraten, wenn man sie gebührend beeindruckt durch Geld und Position natürlich erstmal, wie das bei Frauen halt so ist. Man muss aber auch noch mit ihr tanzen und das Tanzen ist halt so ein Minispiel, wo man im Takt auf so Kreise tippen muss. Und ich schaffe das einfach nicht. Wie im richtigen Leben. Das mit dem Tanzen im echten Leben ist wirklich so eine Geschichte. Ich habe vor einiger Zeit nochmal versucht, mit einer Freundin zusammen wieder zu tanzen, nachdem das letzte Mal, dass ich in der Tanzschule war, mehr als zehn Jahre her ist. Und das verlernt man tatsächlich. Anders als Fahrradfahren oder Schwimmen, tanzen kann ich nicht mehr. Im Spiel besser tatsächlich. Das verlernt man? Echt? Ja, das verlernt man. Kann man nicht immer noch den langsamen Walzer tanzen? Nee, ist das nicht mal das. Oh. Jedenfalls nicht, ohne der Frau auf die Füße zu steigen. Naja, ich verstehe. Also Pirates, das ist so ein Spiel, wo man ein Pirat ist, das sagt ja der Name schon. Richtig. Und man ist unterwegs, ich sagte es eben, in der Karibik, also es hat einen realen Background. Ist auch zeitlich real, es spielt ja im Jahr, sag schnell, 1660. Das kommt darauf an, welche Zeit du wählst, weil es mehrere zum Angebot gibt im Spiel, zwischen 1560 und 1680. Ah, genau. Also spielt in der realen Karibik. Man kann über die Karte der Karibik fahren mit seinem Schiff. Also der größte Teil des Spiels, auch der, wie ich finde, interessanteste, spielt halt, indem man ein kleines Schiff auf dem Bildschirm steuert, das vom Wind beeinflusst wird. Man kann dann gegen den Wind kreuzen oder sich mit dem Wind treiben lassen und kann da auch reale Städte besuchen, Havanna oder so. Ja, also real heißt, dass sie die Namen der Städte tragen, die damals historisch korrekt waren und dass sie an den Orten liegen, an denen sie damals lagen. Aber darüber hinaus sind die jetzt natürlich keine realistischen Nachbildungen der Städte damals, sondern im Originalspiel sogar nur Bild mit dem Menüfenster. Und jetzt in der Neuauflage vom iPad sind sie zumindest einigermaßen hübsch als Grafik dargestellt. Genau, eigentlich ist jede Stadt nur ein Menü. Ja. Sehen auch alle gleich aus. Also die unterscheiden sich ja noch nicht mal von ihrer Größe oder Nationalität großartig. Dabei ist eines der Faszinationsfaktoren von Pirates, dass du da in dieser Karibik auch historisch akkurat mit vier unterschiedlichen Mächten zu tun hast. In jener Zeit stritten sich da das Spanische Reich allen voran mit den Engländern, den Franzosen und den Holländern um die Vorherrschaft in der Karibik und vor allen Dingen die Edelmetalle dort. Und das findest du in Pirates wiedergegeben. Und auch wenn du dich am Anfang des Spiels für eine dieser Nationen entscheiden musst, unter deren Flagge du erstmal segelst, bist du ja ein Freibeuter. Und wie das mit den Freibeutern damals so war, die nahmen es nicht so ernst mit der Staatszugehörigkeit. Und letztendlich kannst du frei entscheiden, auf wessen Seite du dich schlägst und auch immer wieder wechseln und die Mächte gegeneinander aufspielen. Und damit dann auch das politische Gleichgewicht in der Karibik beeinflussen in dieser Periode, was natürlich sehr faszinierend ist. Also man konnte sogar so weit gehen, dass man Städte erobert hat und dann da einen Gouverneur einer anderen Nation eingesetzt hat. Richtig.
Ist das bei der iPad-Version auch noch so? Das ist mir nicht gelungen. Nee, das ist bei der iPad-Version noch ganz genauso. Wenn du die Stadt bombardierst und genügend Mann dabei hast, kannst du deinen eigenen Gouverneur reintun. Das ist vor allen Dingen, abgesehen davon, dass es natürlich sehr cool ist, dieses Erfolgserlebnis zu haben, weil das schaffst du nicht von Anfang an. Da musst du erstmal ein großes Schiff und genügend Leute haben und das Spiel einigermaßen beherrschen. Aber vor allen Dingen ist es auch strategisch sinnvoll, weil du dir deine Außenposten dann schaffst. Und in den meisten Szenarien, also gerade in den früheren, insbesondere 1560, gehört die Karibik zum größten Teil den Spaniern. Das heißt, in der Regel überfällst du dann auch die Spanier, wenn du überhaupt irgendwelche Beute machen möchtest. Und dann kannst du in spanische Städte aber auch nicht mehr rein. Logischerweise. Die beschießen dich dann als Piratenfreibeuter, sobald du in die Nähe kommst. Dementsprechend ist es dann schon sinnvoll, mitten im spanischen Territorium eine eigene Stadt zu erobern, da einen Engländer einzusetzen oder sowas und schon hast du deinen eigenen Hafen. Das ist sinnvoll, weil man braucht nämlich beides die ganze Zeit. Also man braucht starke Heimathäfen, die man immer ansteuern kann, weil man da neue Leute anheuern muss, Verpflegung aufnehmen muss vielleicht und vor allen Dingen seine Beute verkaufen muss und auch die Schiffe reparieren. Und wenn man das nicht hat in der Nähe, dann ist man auch ganz schön anfällig nach einer Zeit. Mhm. Und dann macht man eine Schlacht und die geht ein bisschen schief und dann humpelt man nach Hause mit einer total zusammengeschossenen Flotte oder einem Einzelschiff. Und dann kommt ein Piratenjäger und versenkt einen, wenn man nicht schnell genug nach Hause kommt. Stimmt. Du hast auch das Problem der Distanzen. Die Karibik ist ja dann doch ganz schön groß für so ein kleines Schiff. Auf dieser iPad-Version wirkt das noch abgemildert, weil die Größenverhältnisse da nochmal ganz andere sind. Da hast du so riesige Spielzeugschiffe in einem relativ kleinen Meer, dieser karibischen See. Das ist in der Originalversion nochmal ein bisschen anders. Aber selbst in der iPad-Version, wenn du von Osten nach Westen segeln möchtest, dann bist du halt viele Spielmonate lang unterwegs und mit dem kaputten Schiff dauert es noch viel länger. Genau, und andersrum ist es ja aber auch problematisch, wenn man in einer Gegend ist, wo ganz viele Städte der eigenen Nation sind, und dann hat man halt niemanden, den man überfallen kann, außer man überfällt die eigene Nation und dann hat man wieder keine Freunde. Stimmt. Ich habe deswegen immer den Holländer gespielt, also Holland, weil die 1, 2, 3 sehr starke eigene Städte haben, die auch nicht erobert werden von anderen. Und man aber ansonsten großartig viel Feinde hat, die man ausbeuten konnte. Stimmt. Das beliebteste und das Standardszenario ist 1660. Und da gehört den Holländern Curaçao unten an der Küste zu Südamerika. Das ist die einzige Stadt innerhalb dieses ganzen spanischen Landstrichs, die einer anderen Nation gehört. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man selbst Holländer ist. Genau. Ich bin dann immer von Curaçao aus ausgezogen, um die Treasure Fleet zu jagen und bin dann immer nach Curaçao zurückgeflohen. Übrigens, ich habe das Spiel gespielt damals, als es rauskam, mit meinem Freund Marco zusammen auf dem C64. Mhm. Wir hatten nur eine Raubkopie, wie das damals war. Damals gab es ja noch keine Originale. Und haben das Spiel gespielt mit dem Dirke Weltatlas auf den Knien. Das ist ja selten, dass man für Spiele Utensilien aus der realen Welt nehmen kann. Ah, das ist so eine ausgezeichnete Idee, da hätten wir mal drauf kommen können, weil bei mir war es ganz genauso. Mein Freund hieß Michael, der hatte den C64 und ich bin fast jeden Tag dann zu ihm gefahren, damit wir Pirate spielen konnten. Und wie es der Zufall so will, hatten wir auch eine Raubkopie. Das war wahrscheinlich die gleiche. Und da ist natürlich keine Karte dabei. Normalerweise liegt diesem Spiel so eine gefaltete Karte in der Box bei und im Spiel selbst bist du vollkommen orientierungslos. Da gibt es keine Übersichtskarte oder sowas. Du musst halt wissen, wie die Städte heißen und wo du hin musst. Aber auf die Idee, da einen Atlas zu benutzen, Respekt, sind wir nicht gekommen. Ich habe ein lustiges Gespräch gehabt mit irgendjemandem, dem ich erzählt habe vor einer Woche, dass wir einen Podcast zu Pirates machen wollen. Und dann kam auch diese Geschichte zum Tragen, da mit dem Dirke Weltatlas. Und dann sagte er, ihm sei das noch ein bisschen anders gegangen. Er hätte erst 2 Jahre, nachdem er das Spiel fertig gespielt hat, realisiert, dass es die Karibik sei. Unfassbare Doofheit. Und der ist dann halt offenkundig total orientierungslos da lang geflogen und hat die dann nachgezeichnet, wie man ja früher, ältere Zuhörer werden sich erinnern, Karten gemalt hat von den Spielen. Stimmt, ja. Ich hatte noch richtige Mappen mit Karten von The Bard's Tale, einem großen alten Rollenspiel, wo die Hauptschauplätze Dungeons waren, Höhlensysteme und die so ganz fiese Fallen überall hatten. Da hat man auf Karo-Papier dieses ganze Höhlensystem nachgemalt. Das habe ich auch gemacht. Und die Fallen eingezeichnet. Ja, das hat, glaube ich, jeder damals gemacht. Ja, aber das ging mir ganz genauso. Ja, stimmt. Der Einzug des Automappings, was das verändert hat in der Spielerfahrung, das ist, glaube ich, noch nirgends ausführlich genug gewürdigt worden. Also es war halt so viel Arbeit damals, aber es war ja auch so schön. Und wie unfair die Spiele damals waren, das vergisst man ja auch heute immer. Heute ist man ja so gewohnt, dass wenn man eine Sekunde vom rechten Pfad abweicht, dass das Spiel einem sagt, hier, du bist hier falsch. Oder sogar, man hat diese unfassbare Sicherheit, ich spiele gerade ein bisschen Skyrim,
und denke so, eine Sekunde lang habe ich mich verlaufen. Ach nee, es geht ja da vorne weiter. Also habe ich mich nicht verlaufen, weil es ist ja offenkundig der richtige Weg. Mhm. Oder andersrum, ich muss ein Rätsel lösen und dann gucke ich mich halt im Raum um. Und dann wird da die Lösung schon sein. Ja, bei Skyrim muss man an einer Stelle so eine Kombination einstellen auf so einem Artefakt. Und dann guckt man sich halt mal im Raum rum und dann ist natürlich oben rechts irgendwie angeschlagen, wie die Kombination sein muss. Mhm. Das war halt früher nicht so. Da haben sie halt mal die Sachen irgendwo versteckt, in einer Truhe. Man gewöhnt sich aber so schnell an diesen neuen Komfort. Also wenn ich ehrlich bin, wenn du mich fragst, ich möchte auch nicht zwangsläufig zurück. Und wenn ich die alten Spiele spiele, gibt es viele, die kenne ich von damals noch. Da weiß ich noch ungefähr, was wo ist. Okay, kein Problem. Aber wenn ich ein altes Spiel spiele, das keiner dieser Hinweise gibt und wo die Rätsel verschachtelt sind, ich kenne es nicht, dann bin ich gottfroh, dass ich im Internet nachschauen kann, im Zweifel, was ich machen muss. Weil es mir selbst möglicherweise über Tage erspielen, ist mir zu mühsam. Ich bin einfach verwöhnt geworden. Ich glaube, es geht vielen Leuten so. Ich könnte das auch nicht mehr, glaube ich. Bei Bard's Tale gab es dann sogar Dungeons, in denen es dunkel war und dann hat man sich so an den Wänden lang getastet und dann gab es sogenannte Spinner-Felder, die haben einen umgedreht und dann lief man in die falsche Richtung, ohne das zu wissen. Oh, das war so unfair. Diese Bard's Tale Dungeons waren ja alle quadratisch und waren, glaube ich, 20 mal 20 Felder oder sowas. Und ich habe im zweiten Teil auch diese Karten dann fleißig mitgezeichnet. Und irgendwann hat man gemerkt, okay, den Gang, den ich zeichne, geht gerade aus meinem 20er mal 20er Grid raus. Ich muss wohl irgendwo auf dem Spinnerfeld gelaufen sein, konnte das ganze Papier zusammenknüllen, wegschmeißen, wieder von vorne anfangen. Es war ein Spiel im Spiel. Ich meine, Spieler sind ja generell leidensfähig. Das ist ja auch heute noch so. Also einerseits gibt es diesen ganzen Mainstream mit den Spielen, die dich an der Nase fassen und da durchziehen. Andererseits gibt es ja auch dieses ganze Repetitive in den Online-Rollenspielen. Das ist so ein bisschen ähnlich, finde ich. Ja? Die Online-Rollenspiele oder auch die Leute, die so Facebook-Spiele machen und so, die nehmen ja auch Leiden auf sich für den Fortschritt. 1000 Mal klicken, ja, klick hier für 100 Mal, grinde stundenlang und so. Das ist eine andere Art von Leiden, das Grinding. Das ist ja eine reine Ausdauerleistung im Prinzip. Da hast du auch das Ziel klar vor Augen. Du da weißt, okay, ich muss jetzt noch 900 oder 1000 Mal klicken, aber dann habe ich es auch geschafft. Wogegen bei so einem Rätsel, wo du die Lösung nicht weißt, ist ja offen, ob du es jemals schaffst. Kann ja auch sein, dass du jetzt da Tage investierst und findest es trotzdem nicht raus. Und noch dazu musst du drüber nachdenken, vielleicht sogar suchen. Du weißt auch nicht, wo. Also es ist so, das orientierungslose Spielen, das ist eine ganz andere Herausforderung, finde ich, als Grinding. Na, ich finde das Charten von Dungeons, also das Nachzeichnen von Dungeon-Karten, mal abgesehen davon, dass es bei Bard's Tale auch noch unfair war, war halt schon auch eine mühsame, repetitive Aufgabe. Das ist wahr, ja, stimmt. Ja. Na gut, aber wir sprachen über ein anderes Spiel. Ich entsinne mich dunkel. Wir sprachen über Pirates und die Geografie. Da fällt mir wieder ein, nach dem, was du vorher erzählt hast, dass der Freund, mit dem du da geredet hast, dass es ihm erst später aufgegangen ist, dass es die Karibik ist, dass ich irgendwann auf einem Vortrag mal gehört habe, dass man, wenn man im Spiel lernt, in erster Linie für das Spiel lernt. Und tatsächlich kann man das an Pirates ganz gut nachvollziehen, ich zumindest, weil ich damals, als ich das gespielt habe, auf dem C64 und später auf dem PC, natürlich auswendig wusste, wo welche Stadt ist und wo ich hin muss, um von Guadeloupe nach Santa Cruz zu kommen. Aber die Übertragungsleistung dann zu bringen, das auf die Realität zu übertragen und zu wissen, okay, ach so, das ist also Jamaika und diese Insel da ist Haiti, die heißt im Spiel ja auch nicht Haiti, das ist Hispaniola, das ist mir nie geglückt, weil es ja auch keine Rolle spielt. Also das Wissen, das ich mir angeeignet habe, bleibt im Spiel. Das reine Spielwissen. Dabei habe ich solche Spiele immer benutzt als Argumentation pro Spiele. Man lernt da was fürs Leben, realer Kontext, echte Piraterie, so war das. Man lernt auch was daraus, wenn man da schon mit dem Gedanken rangeht, dass man was lernen möchte fürs echte Leben. Und tatsächlich kannst du aus Pirates ziemlich viel lernen, nicht nur die Geografie und die Verhältnisse, sondern auch über das Leben als Pirat und die zeitliche Einordnung. Aber das sind Sachen, die weiß man als gerade als Jugendlicher oder fast noch als Kind, als ich das zumindest gespielt habe, gar nicht zu schätzen. Wenn du das Spiel startest zum Beispiel, je nachdem, welche Nation du wählst und welches von diesen 6 zeitlichen Szenarien, kriegst du eine kurze Geschichte erzählt, also wirklich nur 3-4 Sätze, wie du in die Karibik kommst. Und das ist schon so ausgewählt, dass es passt zeitlich. Also wenn du zum Beispiel im Jahr 1620 als Franzose startest, dann sagt dir das Spiel, du bist ein Hugenotte, der aus Frankreich vor der Verfolgung durch Kardinal Richelieu flieht. Und das passt wunderbar. Das ist genau diese Zeit. Und in der Zeit sind viele von den protestantischen Hugenotten geflohen in die Karibik. Das spielt überhaupt keine Rolle fürs Spiel, taucht später nie wieder auf, aber zeigt, die haben sich zumindest Gedanken gemacht, das historisch einzuordnen.
Finde ich auch nett, weil danach hört es ja auch so ein bisschen auf. Also ich finde, die Grundzüge des Spiels sind ja logisch und auch historisch korrekt. Danach macht das Spiel natürlich, was es will, schon deswegen, weil ja vieles Zufall ist. Stimmt, ja. Das gehört auch zur Faszination des Spiels, dass es zufällig ist. Also man kann nicht kontrollieren, was da wirklich passiert. Also mal abgesehen davon, dass die Startfaktoren ausgewürfelt werden in Teilen. Aber es ist ja auch so, dass du dann meinetwegen für Holland antrittst und das Allerschlimmste, was dir passieren kann, ist, die schließen Frieden mit Spanien. Ja. Ist ja die Hölle auf Erden, weil dann kannst du die Spanier nicht mehr angreifen. Kannst du natürlich schon noch machen, aber dann belohnen dich die Holländer halt nicht mehr dafür. Und das ist der wesentliche Faktor des Spiels und das habe ich auch in wenigen anderen Spielen so gesehen, ist, dass du auf so eine Endbelohnung hinarbeitest, nämlich auf die Rente, auf den Ruhestand. Und du versuchst halt im Spiel möglichst viel zu tun, damit dein Ruhestand super wird. Mhm. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ne? Ja, genau, richtig, ja. Du hast kein Story-Ziel in der Hinsicht und das Spiel hängt dir auch keine Karotte vor die Nase und sagt, mach jetzt das und das. Anders als in der iPad-Version. Wenn man nur die iPad-Version spielt, dann kriegt man in vielerlei Hinsicht ein falsches Bild von dem Originalspiel. Die sind zwar spielmechanisch im Prinzip identisch, also die einzelnen Konzepte sind alle die gleichen, aber sie haben ein paar Teile verändert, die die Spielerfahrung schon anders machen. Und eine davon ist dieser Path of Revenge im iPad-Spiel, also im Prinzip diese Missionskette, die dir sagt, okay, kaper ein größeres Schiff, jetzt finde deine Schwester, jetzt besiege einen der Top 10 Piraten und sowas. Das gibt es im Originalspiel alles nicht. Dort stehst du mitten in dieser Karibik irgendwo in der Stadt und fährst aus dem Meer raus und weißt erstmal gar nichts. Genau, die iPad-Fassung versucht dich so ein bisschen zu führen. Also ich empfinde es jetzt aufgesetzt, aber das liegt natürlich auch wahrscheinlich daran, dass ich das Original kenne. Mir hat das damals gar nichts ausgemacht, diese komplette Freiheit. Und eigentlich finde ich auch das Schönste weiterhin an Pirates, dass man halt auch einfach mal ins Blaue segelt. Und dass einem da auch einfach Sachen zustoßen. Mhm. Also Stimmt. Es gibt ja im Spiel den Silver Train und die Treasure Fleet. Das sind so zwei periodisch kommende Beutestücke, die halt immer in bestimmten Städten zu bestimmten Zeiten sind. Und ich wusste immer nicht, was da die innere Logik zu ist in meiner Raubkopie früher. Keine Ahnung, ob es da Tipps zu gab. Jedenfalls habe ich die Treasure Fleet einfach mal überrascht auf offener See, so versehentlich. Und habe die dann gekapert und war halt plötzlich stinkreich. Mhm. Und das war natürlich super, ja, und dann hatte man das schon mal gehört, dann wusste man, ah, die kommt wahrscheinlich öfter, dann ist man der aufgelauert und so. Und dann hatte man es aber halt selbst rausgefunden, das war halt natürlich toll. Das war wirklich toll, ja. Aber das ist schon einer der Aha-Momente, wenn du da hast, startest dieses Spiel, hast erstmal keine Ziele vor Augen. Und aus heutiger Perspektive, wenn ich jetzt so auf Pirates schaue, gerade aufs Original, dann denke ich, da ist ja eigentlich gar nicht so viel drin. Effektiv gesehen ist es das auch nicht. Du kannst auf See kämpfen, du kannst Fechtkämpfe machen und Städte angreifen und das war's dann eigentlich schon. Halt Gold sammeln, du kannst theoretisch noch ein bisschen handeln und sowas, aber so wahnsinnig viele Spielelemente sind das gar nicht. Dann sind aber ein paar Kleinigkeiten, wie du gerade gesagt hast, die Schatzflotte, du kannst Inka-Städte finden oder eben deine verschollenen Familienmitglieder und stell dir vor, junge Leute ohne Handbuch in der Raubkopie, die überhaupt nichts von dem Spiel wissen, spielen da ein paar Stunden lang und plötzlich begegnet ihnen ein Piratenschiff und sie kapern diesen Piraten, besiegen den und dann sagt er, ich weiß, wo deine Schwester steckt. Hammer. Dann sitzt er erstmal wie vom Donner gerührt auf deinem Stuhl, weil du dachtest, ach, ich habe eine verschollene Schwester, okay, und der kann mir einen Hinweis geben, der gibt mir aber nur ein Stück von der Karte. Damit kann ich sie noch nicht finden. Ich muss noch andere Piraten finden. Auf einmal hast du ein Ziel, auf das du zuarbeitest. Genau wie die Schatzflotte auch. Die sagen dir, wenn du einen Piraten kaperst an den Antillen drüben im Osten und der sagt dir, die Schatzflotte ist demnächst irgendwo drüben im Westen, also im Golf von Mexiko oder sowas, dann musst du da erstmal rübersegeln, was 4-5 Monate dauert. Und du hast die Frage, ist die dann noch da? Ist sie noch an diesem Ort? Ist sie vielleicht ganz woanders? Werde ich sie noch finden? Ich finde, dass die Grundspielmechanik, also es besteht ja aus verschiedenen Minispielen auch, aber dass diese Grundspielmechanik, das Segeln und die Abhängigkeit vom Wind und davon abgeleitet der Schiffskampf, grundsolide, total gut funktionierende Mechaniken sind. Und das sieht man auch in der iPad-Version noch, das ist ja relativ ähnlich übertragen und es funktioniert halt super. Also dieses Segeln macht in sich Spaß, intrinsisch, und die Schiffskämpfe machen mir auch zum tausendsten Mal noch Spaß. Also es gibt natürlich ein paar Tricks, wie man das ganz gut machen kann. So. Man nimmt halt immer ein bisschen das schnellere Schiff, das ist immer besser, als das große Schiff zu nehmen mit vielen Waffen. Und dann segelt man so Kreise um eine riesige Galeone rum, die 100 Kanonen hat. Und dann schießt man mit seinen 4 Böllerkanonen dagegen, bis die halt irgendwann runtergeschossen ist. Und wenn sie einen einmal erwischt, dann wäre es halt vorbei. Aber man segelt halt viel besser und so. Man muss das Schiff auch immer so gegen den Wind stellen und so. Ach, das ist so super. Mhm. Also auch heute noch, finde ich. Also auch im Original noch. Und in der iPad-Version ist es auch sehr schön durch die direkte Kontrolle mit dem Finger.
Das funktioniert in der iPad-Version. Die ist ja im Wesentlichen auch nur eine Neuauflage von dem Remake von 2004, das es auch auf dem PC und der PlayStation oder Xbox, glaube ich, gab. Da funktioniert es ganz gut, weil es da auch nochmal einen Tick schneller ist. Und das erinnert mich ein bisschen an diese WarioWare-Spiele, wo du immer so 5 Sekunden Minispiele hast. Und ganz so kurz ist jetzt natürlich ein Pirates nicht. Aber die einzelnen Abschnitte, die du machst, sind relativ kompakt. Du kämpfst mal eine halbe Minute, dann fechtest du eine halbe Minute, dann bist du wieder eine halbe Minute in der Stadt und sowas. Und das reiht sich alles relativ schnell aneinander, sodass du auch immer diesen flotten Wechsel drin hast. Oh, ich fand die Schiffskämpfe, da habe ich mir epische Schlachten geliefert, wenn ich mich recht entsinne. Im Original ja, da waren sie nämlich viel langgezogener. Vor allem, wenn du ein unterlegenes Schiff getroffen hast, dann ist das ja auch vor dir geflohen und dann musstest du da hinterher segeln. Und das dauert. Genau, und die Schiffe haben ja unterschiedliche Stärken, also so ein großes Schiff zum Beispiel mit vielen Segeln, da ist es halt super, wenn der Wind von hinten kommt, ne, dann treibt es das nach vorne. Und wenn der Wind von schräg vorne kommt, dann kann es nicht viel ausrichten. Dann ist ein kleineres Schiff plötzlich schneller. Und dann hast du halt immer da rumgesegelt und dann ist das verdammte andere Schiff halt geflohen und du halt so hinterher und dann hast du gebetet, dass der Wind sich dreht. Da hat sich auch ständig noch der Wind gedreht. Mhm. Und dann änderte sich plötzlich die ganze Sachlage und dann konntest du wieder von der anderen Seite angreifen. Also für so ein simples Spiel war es total ausgefuchst an der Stelle. Also dieses spezifische Kleinspiel. Ich fand, wie gesagt, ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, lange nicht alle von diesen Minispielen gut. Das Fechten ist so mittel, finde ich. Ja, das Fechten ist sogar ganz schrecklich. Also das ist auch in der iPad-Version wieder schrecklich geworden, da vielleicht sogar noch ein bisschen schrecklicher, finde ich. Weiß ich nicht, da würde ich widersprechen. Ich finde, in der iPad-Version funktioniert es bisher am besten von allen Pirates-Neuauflagen. Und das ist ja nun die, je nachdem, wie man rechnet, dritte oder vierte. Und im Originalspiel ist das Fechten ein reines Glücksspiel. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie man da sinnvoll reagieren soll. Wir haben ja nur 3 Animationsphasen, das geht alles so schnell. Das ist für mich ein reines Glücksspiel. Echt? Ja. Ich hatte den Eindruck, ich habe es viel besser beherrscht auf dem Original und jetzt erscheint es mir sehr erratisch. Ich habe früher ganz oft Kämpfe gewonnen, obwohl ich total unterlegen war. Also ich greife halt mit 20 Mann das 200-Leute-Schiff an. Mhm. Meine 20 Mann werden in den ersten 10 Sekunden aufgerieben und ich kämpfe sozusagen ganz alleine gegen den gegnerischen Captain und gewinne aber den Kampf noch. Ja, dann musst du aber wirklich gut gewesen sein. Ja, natürlich. Wenn deine Leute alle weg sind, dann hast du nur noch einen, du selbst, und du verlierst den Kampf, sobald du einmal getroffen wirst. Kannst aber ewig weiterkämpfen, solange du nicht getroffen wirst. Wenn dir das gelingt, dann bist du wirklich gut. Und das geht doch jetzt nicht mehr, oder? Doch. Jetzt ist es vorbei. Auf der iPad-Version, wenn der letzte Mann weg ist, dann ergibt sich der. Echt? Dann der Captain, doch, doch. Schau, dann ist mir das nie passiert, wahrscheinlich. Ich dachte, Das ist genauso auf der iPad-Version. Ich war sehr zuversichtlich mit meiner Nussschale auf die Galeone zu und so. Ich ging da rüber, Jungs, kommt mir nach. Und dann hauen sie mich in den ersten 10 Sekunden gleich. Da war ich nicht gewohnt. Naja. Stimmt, das mit den Schiffen, das ist ja so eine Art Level-System, weil du auch je nach Zeit und Nation mit einem mehr oder weniger kleinen Schiff startest und dann begegnen dir am Anfang irgendwelche Fregatten und Galeonen und du denkst dir, naja, lass ich mal lieber, aber irgendwann komme ich zurück, irgendwann habe ich selbst ein größeres Schiff und dann, wenn man seine erste Galeone erobert hat oder seine erste Fregatte, wie die ja dann die besten Kriegsschiffe waren, das ist ein großer Moment. Das macht überhaupt auch viel Spaß, sich die anderen Schiffe anzugucken und so. Und die kann man jetzt in der iPad-Version, kann man sie sogar noch aufrüsten ein bisschen. Das ist noch so ein Ding in sich, das ist noch ganz nett. Ich entsinne mich übrigens dunkel, also das war ja so ein orientierungsloses Spiel, wir sprachen schon drüber, dass es in der Originalversion so ein Minispiel gab, wo man den Sonnenstand bestimmen konnte. Ja, hatte es ja. Und damit konnte man nochmal was machen? Damit konntest du deine Koordinaten bestimmen und damit wiederum auf dem spielbeiliegenden Karte nachschauen, wo du gerade bist. Das war aber im Prinzip nur sinnvoll, wenn du gerade mitten auf hoher See warst, dann ist der Bildschirm halt einfach blau und du wissen wolltest, wo ungefähr du dich jetzt gerade befindest. Gut, da ich ja die beiliegende Karte nicht hatte, hat mir das auch wahnsinnig viel geholfen und ich habe das Spiel auch nie verstanden, was das da von mir will und habe das, glaube ich, nie genutzt. Ja. Das war auch nur im Originalspiel, schon im ersten Remake, das von 1993, Pirates Gold. Es war fast identisch zum Originalspiel. Und eine der wenigen Änderungen war, dass das raus war mit dem Standbestimmen. Da war dann schon eine interaktive Karte im Spiel drin. Gut, das ist ja auch totaler Schwachsinn. Weiß ich nicht. Um auch das nochmal zu sagen, was den Unterschied zwischen der iPad-Version angeht und dem Originalspiel, wenn man so die iPad-Version jetzt spielt, dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, bekommt man nicht unbedingt einen Eindruck davon, welche Gefühle das Originalspiel ausgelöst hat. Also die Orientierungslosigkeit haben wir schon genannt, aber du hattest vor allen Dingen im Originalspiel keinen Verkehr auf dem Meer. In der iPad-Version sieht das ja toll aus, dass überall die Schiffe, Patrouillen kreisen, Handelsschiffe und sowas, und im Original und auch im Remake war auf dem Meer
nur dein eigenes Schiff und sonst nichts. Und die Größenverhältnisse waren auch andere. Und das gab dem Spiel so ein Gefühl von Einsamkeit und auch Gefahr. Denn meistens startest du so an dieser Inselkette irgendwo in Puerto Rico oder Hispaniola oder in den Antillen. Und dann das erste Mal nach Süden runterzufahren auf Südamerika-Küste zu, heißt diese karibische See zu durchkreuzen. Und das sind halt bildschirmeweit nur Wasser. Und dann die Orientierung zu bewahren und zu schauen, reicht meine Nahrung? Denn du hast ja auch Nahrungsvorräte, werde ich da rechtzeitig ankommen? Wie bläst der Wind und sowas? Das war ein richtiges Abenteuer. Viel mehr, als du das jetzt im Remake noch hast. Da ist man verhungert. Das ist mir passiert. Ja, da fährt man halt mit unzureichenden Nahrungsvorräten los. Und dann weht der Wind irgendwie doof und dann kommt plötzlich kein Schiff zum Kapern. Oder noch schlimmer, es kommt ein Schiff zum Kapern und es haut vor allem ab. Und dann stehst du da und siehst, wie der Nahrungsvorrat runtergeht und wie die Crew immer meuteriger wird. Ja. Wobei, du kannst ja nicht sterben in dem Spiel. Das wird immer so bei den LucasArts Adventures als große Neuerung gepriesen. Okay, anderes Genre, ich weiß. Aber in Pirates kannst du in dem Sinne nicht sterben. Wenn du jetzt deine Mannschaft meutert zum Beispiel, weil sie hungrig sind, setzen sie dich halt auf einer Insel aus. Oder wenn du versenkt wirst, dann kommst du in den Schulturm. Aber dann vergehen immer einige Monate und dann wirst du gerettet oder freigelassen, kriegst wieder ein Schiff und eine Mini-Mannschaft und kannst weitermachen. Denn in dem Sinne ist das eigentliche Ende des Spiels immer dein Ruhestand. Genau, lass uns doch mal kurz über den Ruhestand reden, weil ich das so faszinierend finde, weil das so ein schönes, klares Ziel ist, auf das man hinarbeitet, was einen natürlich im Spiel zu einem irrsinnigen Ehrgeiz antreibt, weil wenn man in den Schulturm kommt oder halt gefangen wird von einem Piratenjäger und dann 8 Monate da absitzen muss, dann vergehen halt nicht nur 8 Monate, in denen du hättest was spielen können sozusagen mit deinem Charakter, der Charakter leidet auch noch, also der wird dann weniger gesund oder so. Ja. Und das heißt, dass er hinterher früher in Ruhestand muss wahrscheinlich. Stimmt, genau, ja. Und das ist total schlimm. Und wie gesagt, man spielt nur auf das Ende hin. Und für die Bewertung am Ende zählen halt so verschiedene Sachen. Erstmal, wie viel Geld man gesammelt hat, welchen Rang man hat. Man kann ja bei den 4 verschiedenen Nationen unabhängig voneinander aufsteigen. Also man kann holländischer Marquis sein und englischer Major. Ja, kann man alles gegeneinander ausspielen die ganze Zeit. Kann in allen 4 Nationen hochleveln sozusagen. Und man kriegt mit dem Aufstieg bei den Nationen auch immer Land geschenkt. Das ist halt auch noch ein Reichtumsfaktor. Dann gibt es die Ehe, weil man diese Töchter heiraten kann von den Gouverneuren, also eine. Und gibt es noch was, was sich auf das Ende auswirkt? Deine Familie. Boom. Genau, die Familie wiederfinden, die Schwester und den Onkel. Und gibt es noch mehr? Ich habe schon nie mehr geschafft als den Onkel. Ja, 4 Stück gibt es. Frag mich nicht, was. Das ist auch von Version zu Version unterschiedlich. Und das Schönste finde ich das mit dem Gold, weil das Geld, was das Schiff sozusagen in der Kasse hat, das ist nicht sicher, sondern das Gold zählt sozusagen für die Rente oder fürs Ende immer erst, wenn man die Beute geteilt hat. Mhm. Divide up the plunder im Englischen. Und man muss mehrere Male im Spiel die Beute aufteilen. In der Regel wird die Crew irgendwann meuterig. Also selbst wenn man eine wahnsinnige Erfolgssträhne hat und Schiff auf Schiff auf Schiff kapert, irgendwann werden sie so ein bisschen nervös, weil sie mal ihren Anteil haben wollen. 2 Jahre kann man, glaube ich, ganz gut rumfahren mit derselben Crew. Ja. Und mit derselben Karrierestufe. Und irgendwann sagen sie dann, wir möchten jetzt mal hier raus. Und vor allen Dingen, wenn du eine Kette von Misserfolgen hast, Hunger oder auch mal 6 bis 8 Monate rumfährst und kein Schiff kaperst, dann werden die halt nervös und dann musst du in den Hafen fahren und dort die Beute aufteilen. Und dann kommst du je nach Schwierigkeitsstufe einen Anteil an der Beute, 10%, 20%, an dem, was du gerade im Schiff hast. Und das ist dann sozusagen auf dem Rentenkonto. Mhm. Das ist auch ein ganz authentisches Konzept, weil diese Piraten damals, das wird im Handbuch auch erklärt, die Mannschaften tatsächlich auf Rechnung gearbeitet haben sozusagen. Also denen wurde kein fester Sold oder Heuer ausbezahlt, sondern wie du sagtest, alles Gold, was auf dem Schiff ist, gehört erstmal allen. Und die Offiziere bekommen einen höheren Anteil und der Kapitän nochmal einen höheren, aber irgendwann wird das aufgeteilt. Und das Spiel berücksichtigt das insofern, als die Matrosen auf deinem Schiff schon immer letztendlich ihr Vermögen oder ihren Anteil an der Beute im Auge haben. Das heißt, je mehr Leute du neu anheuerst, desto unzufriedener wird die Mannschaft als Ganzes, weil der Anteil an der Beute für jeden Einzelnen dann sinkt proportional. Und wenn du lange Zeit rumfährst, ohne irgendwas Neues zu erobern, werden sie auch unzufrieden, weil sie feststellen, okay, irgendwie erhöht sich mein Beuteanteil gerade nicht. Das musst du immer im Kopf haben.
Da muss ich noch schnell dazu erzählen, zu dieser Tatsache, dass du alterst, aber nicht sterben kannst. Also irgendwann musst du dich halt entscheiden, in Ruhestand zu gehen und du wirst immer ineffektiver, gerade bei den Fechtkämpfen. Je älter du wirst, desto langsamer wirst du. Das heißt, irgendwann wirst du auf kurz oder lang alles verlieren. Und ein Kollege von der GameStar, der Daniel Raumer, als der hörte, dass wir Pirates als nächstes Podcast-Thema machen, da rief er mich an und sagte, du, ich habe das jetzt auf der iPad-Version gespielt und diesen Path of Revenge, also diese Questreihe gemacht und am Schluss kommt der große Endfechtkampf gegen den Erzfeind Marquis de Montalban und ich habe den einfach nicht geschafft. Ich habe ihn nie geschafft und mir war nicht klar, warum. Bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, ich war zu alt. Der war zu diesem Zeitpunkt, als er den Kampf gemacht hat, 60 Jahre alt. 60! Normalerweise geht man mit 25 oder 30 in Ruhestand, weil dann das zu langsam wird. Also er muss ewig gespielt haben, aber er sagte zu Recht, woher soll ich das wissen? Das Spiel sagt einem ja nicht, dass da im Hintergrund die Uhr läuft. Und tatsächlich, das Spiel wird im Spiel nicht thematisiert. Das musst du halt erstmal die Erfahrung machen, wenn du einmal scheiterst sozusagen oder halt zu alt wirst, um dann das nächste Mal effektiver zu spielen. Denn eigentlich musst du schon, wenn du die neue Partie startest, im Hinterkopf behalten, okay, ich sollte möglichst effektiv spielen, sonst werde ich zu schnell zu alt. Keine Zeit für Plempern. Das ist ja abgefahren, dass jemand bis 60 spielt. Das habe ich noch nie erlebt. Ich war immer mit 30 im Ruhestand oder mit 35. Aber es gibt eine Anzeige, wo kurz steht, in welchem Gesundheitszustand man ist. Das ist zumindest ein kleines Indiz darauf. Du kannst es nachschauen, ja. Stimmt, auch wenn du die Beute aufteilst, dann wird es dir nochmal angezeigt, welcher Gesundheitszustand, ja. Genau, das sagt es einem auch. Es gibt so subtile Hinweise, wenn du die Beute aufteilst, dann kommt so ein launiger Text, ich glaube auch im Original, wo halt sowas steht wie, ja, du hast das Gefühl, du hast noch ein paar gute Jahre in dir oder so. Oder du fühlst dich noch frisch und du bist noch gesund. Da gibt es dir so Hinweise und das wird ja auch graduell schlechter beim Beuteaufteilen. Mhm. Über die Jahre. Also da sagt es dir schon, dass es irgendwas passiert gerade. Aber halt nicht richtig. Ja? Aber also es sagt dir nicht, was für Auswirkungen das hat. Also sagt dir zum Beispiel nicht, dass du dann beim Fechten langsamer wirst. Das musst du selber drauf kommen oder das Handbuch lesen. Aber wer macht das schon? Außerdem hat die iPad-Version kein Handbuch mehr. Das ist alles so gemein. Kommen wir doch mal zu Sid Meier, ja, der ikonischen Figur, die dieses Spiel gemacht hat. Genau, deswegen heißt es ja sogar mit vollständigem Titel Sid Meier's Pirates, Ausrufezeichen. Wie viele Spieledesigner gibt es eigentlich heute noch, deren Namen in Spielen vorkommen? Also auf American Titel? McGee. Ja, genau. Der macht halt keine guten Spiele. Nicht so viele. Also das finde ich ein ganz erstaunlich und ganz singulär, dass Sid Meier, also eine Lebensleistung, ja, dass es geschafft hat, seinen Namen in die Spiele zu kriegen, auf die Cover der Spieleboxen. Ja. Das ist nicht mal bei Molyneux-Titeln so. Nee, wobei das erklärt sich aus der Microprose-Historie. Das war damals, man denkt immer, das sei eines der Jungwerke von Sid Meier, aber allein für Microprose war das sein 13. Spiel. Und von diesen 12, die er vorher gemacht hat, waren 11 Simulationen. Entweder so Kriegsstrategiesimulationen oder eben Flugsimulationen, militärische Simulationen. Und der war auch damals schon bekannt als der Simulationsexperte. Und dann dachten sich der Bill Steely und der Sid, die beide da die Chefs von Microprose waren, naja, wenn wir jetzt da ein Spiel rausbringen, das keine Simulation oder Militärsimulation ist, dann kauft das am Ende niemand. Dann weiß niemand, dass das von Sid Meier ist. Der hatte schon einen klangvollen Namen damals. Also lass uns mal lieber das mit in den Titel schreiben, damit die Leute merken, aha, das ist von dem guten Mann, das kann man auch kaufen. Und dann hat sich's irgendwie weitergetragen. Ab dann waren fast alle Spiele, die Sid Meier gemacht hat, mit diesem Namensvorsatz versehen. Hat sich als Marke verselbstständigt, auch über Microprose hinaus. Das hat er ja dann mit zu Firaxis genommen. Und jetzt werden ja die Spiele bei 2K, also einer großen multinationalen Spielefirma, gemacht und sind ja immer noch Sid Meiers Spiele. Genau, steht da immer noch. Und das, obwohl Sid Meier eigentlich nicht mehr viel damit zu tun hat. Der ist nominell zwar immer noch der Oberaufseher und so Creative Director oder sowas von diesen Spielen, aber im Ernst hat er eigentlich nichts mehr mit dem Design von den Dingern zu tun. Also ich finde, als Lebensleistung hat er da einiges rausgeholt. Ja, ich finde es ein bisschen eine Mogelpackung inzwischen. Naja, also ich glaube schon, dass er schon noch ein bisschen draufschaut auf das Grundsätzliche. Und so richtig schlecht sind die Spiele ja auch nicht, die unter dem Label erscheinen. Der wurde schon 2006, da habe ich ihn mal besucht in Baltimore, wo Firaxis sitzt. Da ging es damals um Sid Meier's Railroads, das, von dem wir noch nicht wussten, ob es wirklich so ein richtiger Nachfolger von Railroad Tycoon wird oder nicht damals. Und schon damals wurde er geführt, auch auf der Webseite von Firaxis, als Design Guru. Als Guru. Das ist ja kein offizieller Titel mehr, das so nennt man halt jemanden, von dem man nicht recht weiß, was er eigentlich macht.
Das Railroads war ziemlich schlecht, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das war eine Riesenenttäuschung. Ja, das stimmt, das ist richtig. Microprose wurde geführt von Sid Meier, du sagst es schon, und Bill Steely. Mhm. Wild Bill Steely, wie der in Wirklichkeit heißt, mit richtigen Vornamen. Und das war so eine absurde Gestalt, wie es sie auch nur in der Spielebranche geben kann. Der war ja wohl mal Pilot gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, richtig. Und ist immer in so einer Pilotenuniform rumgelaufen. Also war halt, hat natürlich auch Militärsimulationen verkauft. Das war ja eine Militärsimulationsfirma. Und da hat der voll gelebt und auch immer als PR-Stunt gemacht. Das war in meinem allerersten Jahr bei GameStar. Er lief der da plötzlich über den Gang und war gar nicht angekündigt. Ich wusste gar nicht, dass der kommt. Ich habe ihn aber natürlich sofort erkannt in seiner Pilotenuniform, weil das so eine ikonische Figur war. So ein Irrer. Und der hat auch nur so amerikanischen Yeah, yo, man, we gotta fight Zeug gesagt. Das war halt alles total surreal. Den habe ich, glaube ich, nie kennengelernt, aber das klingt ein bisschen analog zu diesem Colonel Antal, der zu, was war es? Modern Warfare, glaube ich. Nein, der hat Brothers in Arms war es. Die Ubisoft-Spieler. Ja, genau, Brothers in Arms, richtig, ja. Genau. Der ist ja vom Naturell her, glaube ich, ganz ähnlich. Ja, das Interessante ist ja, dass es bei Wild Bill Steely kam es irgendwie noch authentischer, weil er ja natürlich auch die Spiele mitgemacht hat. Ja, richtig. Ja, also zumindest als Chef der Firma. Der Antal hat ja bloß ein bisschen rumgesessen, glaube ich, und so Consulting gemacht. Ja, und halt hauptsächlich war er PR-Kasper, der dann überall mitgereist ist und seine markigen Sprüche zu dem Spiel abgelassen hat. Der war schon lustig, der Antal. Also der hat ja davon gelebt, vor dem PR-Zeug für Ubisoft machen, dachte so, diese früheren Rollenspielbücher, kennst du die? Diese mit, wo man ein Living entscheidet sich so und liest dann weiter auf Seite 323. Ja, genau, Jackson, was war's? Jackson Livingstone? Steve Jacksons, ja. Genau. Hexenmeister vom flammenden Berg war halt eins. Das war sehr cool, habe ich geliebt als Kind. Genau, und solche Bücher hat der gemacht für die Soldatenausbildung. Ah, okay. Also wo halt solche Szenen nachgestellt worden sind. Und ich habe nie eins gelesen, wollte es immer mal machen, habe ich mir immer mal vorgenommen, wurde aber nie gemacht. Wild Bill Steely hingegen war aber einfach ein genuiner Irrer, glaube ich. Also der hat das auch alles voll gelebt, so diese ganze, ich glaube nicht, dass das so ein PR-Stunt war. Der hat ja hinterher auch nochmal eine Firma gemacht mit Online-Flugsimulationen-Zeug. Ich glaube, der war da voll drin und das war so, also Sid Meier war natürlich eine Figur, die kannte ich halt schon in meiner Jugend dem Namen nach, aber Wild Bill Steely haben wir bewundert, weil die Firma Microprose immer meine Lieblingsfirma war, die die unfassbar brillantesten Spiele gemacht hat. Das war halt eine der Firmen. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Da habe ich einfach jedes Spiel gekauft, das die rausgebracht haben. Punkt. Richtig, das ging mir genauso. Sogar Flugsimulationen und Formula One Grand Prix und sowas, was mich eigentlich inhaltlich überhaupt nicht interessiert hat, aber es kam halt von Microprose. Alles, ja, also alles gekauft. So. Haben die nicht auch Airborne Ranger gemacht? Ja, ja. Eins meiner All-Time-Lieblingsspiele, dazu habe ich Fanfiction geschrieben. Also habe ich nie veröffentlicht irgendwo, Gott sei Dank gab es das Internet noch nicht. Da habe ich eine Kurzgeschichte dazu geschrieben, weil ich das so cool fand. Oh, ich hätte es nicht erzählen sollen. Existiert die noch? Könnte natürlich man die nicht auf der Webseite veröffentlichen oder so? Nein, wie gesagt, Gott sei Dank. Heutzutage ist ja alles nachweisbar, die ganzen Sünden der Jugend. Auf Facebook oder in Blogs oder im Internetarchiven. Aber das damals war auf einem Blatt. Und das ist verschwunden, das Blatt, Gott sei Dank. Es war nur ein Blatt. Das Einzige, was ich in ähnlicher Hinsicht gemacht habe, so richtig eigene Fanfiction, habe ich nie geschrieben, aber es gab ein Adventure-Spiel von Access Software. Das waren die, mit die diese Lynx-Golf-Spiele gemacht haben und die Tex Murphy-Reihe. Und da gab es ein frühes Adventure, das hieß Countdown. Das war so ein Thriller-Adventure. Und da habe ich angefangen, eine Komplettlösung dazu zu schreiben und im Prinzip diese Geschichte romanhaft nachzuerzählen. Bin nur ungefähr bis zur Hälfte gekommen, aber das ist seitenlang. Das müsste sogar noch irgendwo rumliegen. Ist bestimmt ganz schrecklich. Wow. Es gibt, glaube ich, im Internet noch irgendwo eine Fallout 1-Lösung von mir, die ich mal irgendwann irgendwo veröffentlicht habe. Sehr gut. Also vor meiner GameStar-Zeit. Und die war auch so ein bisschen launig geschrieben, was man sich halt so damals vor dem professionellen Schreiben unter launig vorgestellt hat. Aber nochmal zurück zu dem Wild Bill Steely, der von seinem Naturell her genau der Konterpart zu Sid Meier ist, denn der Sid Meier, ich kann es nicht anders sagen, der ist eine richtige Schlaftablette. Als ich den das erste Mal dann getroffen habe, 2006, das war mein erster Kontakt mit ihm, das war eine richtige Enttäuschung und Antiklimax, weil der schon ein Held meiner Jugend war und du weißt, für mich ist Civilization eins der besten Spiele aller Zeiten. Ja, wir sind da nicht einer Meinung, aber können wir wann anders nochmal drüber reden. Der ist also wirklich ein Held und dann sitzt er mir da gegenüber, halb versucht
versunken in seinem Lederstuhl in diesem riesigen Konferenzraum. Er hat einen Bierbauch zu einem schütteren Haar und spricht ganz leise mit vielen Äs. Also es gibt ja auch von der GDC von letztes Jahr 2010 gibt es eine Keynote, die er hält. Auch da merkt man, der ist jetzt nicht der begnadetste Redner vor dem Herrn. Und vor allen Dingen war er langsam und hat mich auch von seinen Gedanken her nicht beeindruckt. Er schien mir ein bisschen entrückt fast, als jemand, der eigentlich mit diesem ganzen Spielezeug nichts mehr zu tun hat. Seine Zeit war eine andere, die frühen 80er, und ist halt jetzt noch nominell dieser Chef von der Firma, oder zumindest weiß gar nicht, ob er der Chef ist, aber ist damit angestellt, und alles Weitere geht ihn eigentlich nichts mehr an. Ich fand ihn immer zugänglich nett, ja, weil man mit dem auch mal über was anderes reden konnte. Der war halt nicht so PR-Talk getrieben, sondern man konnte auch einfach mal in ein kurzes Gespräch verwickeln. Irgendwer hat mal erzählt, ich weiß nicht, ob das der Martin Deppe war damals, dass er ihn getroffen hat auf einem Event in Deutschland, wo sein Sohn noch dabei war. Das war wohl auch irgendwie sehr familiär und sehr nett, also der Sohn von dem Sid Meier. Mhm. Der hatte damals wohl so einen halbwüchsigen Sohn. Also ich fand den immer sehr nett, aber es ist halt nicht so der sprühende Kopf. Ne? Also genau. So bei Molyneux merkt man ja einfach, dass da kreative Energie knistert, bei allem Irrsinn. Und das hatte man bei Sid Meier nie das Gefühl. Nee, das ist ein eher gemächlicher Mensch. Kein dummer Mensch, um Gottes Willen. Er hat ja nun wirklich geniale Spiele gemacht. Aber er hat auch, also gerade wo Molyneux auch immer mit der Zeit geht, wo man das Gefühl hat, er entwickelt neue Ideen und der springt ja auch immer auf die Technologien an, jetzt auf diese Kinect-Sachen zum Beispiel in den letzten Jahren. Und Sid Meier, habe ich das Gefühl, hat sich seit Ende der 80er, Anfang der 90er nicht mehr weiterentwickelt. Und er hat seine starken Themen, das merkt man auch bei dieser GDC Ansprache, so seine Themen im Spieldesign sind dieses Player-Driven Gameplay, also der Spieler gestaltet die Spielwelt, ein eher offenes Spielerlebnis, und eines seiner Credos ist auch, dass Spielen heißt, interessante Entscheidungen zu treffen, was dann wiederum zur Widerspielbarkeit führt, und das ist ja in seinen besten Spielen alles wunderbar wiedergegeben, aber das sind so zeitlose Wahrheiten. Und wir haben es jetzt gerade aktuell gesehen, das letzte Spiel von Firaxis war dieses Civilization Worlds auf Facebook. Und das ist halt eine unfassbare Katastrophe. Ein so langweiliges Spiel habe ich seit langem nicht mehr gesehen. Also auf diese veränderten Gegebenheiten eines Social Games, auf so einem Netzwerk, hat der Herr Meier oder zumindest die Leute, die dafür ihn arbeiten, offensichtlich keine Antworten. Haben ja viele nicht, das stimmt schon. Aber das war selbst für ein Facebook-Spiel nervtötend. Ja. Ja, das stimmt. Was war das beste Sid Meier-Spiel in deiner Welt? Civilization oder Colonization. Wobei das, muss man auch dazu sagen, Colonization war ja schon gar nicht von ihm. Also auch bei diesen alten Spielen, auch bei Civilization 2 zum Beispiel, da stand auch wieder sein Name drauf und der hat noch so Oberaufsicht geführt, aber das war Brian Reynolds eigentlich. Auch Alpha Centauri zum Beispiel, das ja für viele eins der besten Sid Meier-Spiele ist. Es ist kein Sid Meier-Spiel in dem Sinn, sondern ein Brian Reynolds-Spiel. Wenn aber Alpha Centauri ein Sid Meier-Spiel wäre, dann wäre es das beste Sid Meier-Spiel. Weil es ja so viel besser ist als die ganze verdammte Civilization-Reihe. Nein, das Alpha Centauri, weil soll ich das jetzt erzählen, was mich daran stört, oder machen wir da nochmal einen eigenen Podcast dazu? Ich glaube, wir machen ganz sicher nochmal einen eigenen Podcast zu Civilization und Alpha Centauri. Stimmt, und deinen großen, genau, Irrtümern dazu. So dieser ganzen Reihe der Civilization-Spiele, wo ja Alpha Centauri dazu gehört, machen wir nochmal was, ja. Genau, aber jedenfalls ist es das Beste. Ist ja auch egal. Stimmt. Das beste Microprose-Spiel, um nochmal schnell eine angreifbare Meinung in den Raum zu werfen, ist Gunship. Greife ich jetzt nicht an, weil ich Gunship tatsächlich nicht gespielt habe. Nur das 2000er, aber das Original nicht. Was du da wieder verpasst hast. Ja, kann schon sein. Aber das Gunship ist ja Zufall, ein weiteres Spiel mit, das zumindest im dritten Teil ein Ausrufezeichen dahinter hat. Also der erste noch nicht, der zweite ist dann 2000, dann Gunship mit Ausrufezeichen. Und Microprose hat noch ein drittes Spiel mit Ausrufezeichen im Namen, nämlich This Means War. Und ich stelle mir da immer vor, dass da eigentlich ja, wenn du diese Packung dann im Handel in die Hand nimmst, jemand neben dir stehen müsste, der dann schreit, Piraten! Oder Helikopter! Ich habe das auch nie verstanden, warum sie das so bei so drei Spielen gemacht haben und beim Rest nicht. Also es gibt und nicht ausgerechnet so bei diesen dreien, wo Pirates in sich auch völlig ausreichen würde. Bei This Means War kann ich verstehen, dass man da ein Ausrufezeichen hintersetzt. Das wirkt ohne Ausrufezeichen sehr halbherzig. Ja. Das bedeutet Krieg. Das bedeutet Krieg! Ja, aber bei Gunship, hä? Warum?
Das hat ja bei unserem Podcast zur Vampire Bloodlines so gut geklappt, dass wir wussten, dass es noch andere Vampirspiele gibt, aber selbst auf nicht so viele gekommen sind. Und dann haben unsere Zuhörer dann in den Kommentaren noch jede Menge reingeschrieben. Jetzt fragen wir einfach genauso, gibt es denn noch andere Spiele mit so einem Ausrufezeichen dahinter? Weil das Einzige, das mir noch einfallen würde, ist Pitfall, aber das ist ja uralt. Aber da gibt es mit Sicherheit noch mehr. Also wer noch welche weiß, einfach posten in den Kommentaren. Pitfall hat ein Ausrufezeichen? Ja, ja. Das wusste ich gar nicht. Auch da steht jemand neben dir, wenn du die Packung kaufst und schreit, Schlagloch! Naja, das ist ja schon wieder ein bisschen sehr lustig. Was wir übrigens noch machen könnten, was wir sträflich versäumt haben bis jetzt, ist mal in das Spiel reinhören. Oh ja. Obwohl das natürlich kein großer Spaß ist, weil das Spiel ist, was wir auch noch nicht erwähnt haben, 1987 das erste Mal erschienen. Mhm. Und da war es nicht so mit Sound. Vielleicht hören wir mal kurz rein in die Titelmelodie gleich, die eine Besonderheit hat. Sie lief nämlich ohne Soundkarte auf PCs, einfach emuliert über die Speaker. Und das hört sich schon schräg an. Das war aber für damalige Ohren auf dem PC sensationell, weil das war lange vor der Zeit, wo es Soundkarten gab. Auch das muss man sich ja manchmal noch bewusst machen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und da konnte der Piepser normalerweise nur seine Piepsgeräusche abspielen, aber tatsächlich, wenn man das clever programmiert hat, konnte man da auch so Töne modulieren und das haben die hier gemacht. Sehr absurd. Was aber noch absurder ist, und daran konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, ist, wie sich die Schwertkämpfe angehört haben. Weil man hat natürlich ein klares Gefühl, wie sich ein Schwertkampf anhören muss, selbst in der prähistorischen Zeit 1987. Die Schwertkämpfe hingegen hörten sich aber so an. Auch wenn man das Spiel nicht kennt, dann kann man da auch mit viel Fantasie nicht erraten, was das sein soll. Unmöglich. Es ist Pac-Man. Es ist, keine Ahnung, es ist ein Hüpfspielchen. Nein, es ist ein dramatischer Schwertkampf unter Piraten. Wahnsinn. Heutzutage in dem iPad-Remake klingt das dann eher normal, wie man sich das vorstellt, nämlich so. Genau, ja gut, das war jetzt nicht sehr überraschend, natürlich, ne? Heutzutage hat man das ein bisschen besser im Griff, aber damals, das war ja so bizarr, aber ich hatte daran keine negative Erinnerung. Nö, weil es halt normal war, das entsprach einfach gerade auf dem PC dem Machbaren. Auf dem C64 klang es auch nicht viel besser, aber da zumindest mit ein bisschen mehr tonaler Vielfalt. Ach was, wir hatten ja nichts damals, Christian. Ja, das stimmt, ja, wir sind so alt. Ich kann mich noch an die erste Sprachausgabe erinnern, mal abgesehen von dem für unseren Podcast namensgebenden Spiel, wo halt jemand Stay a while, stay forever sagt, was man am Anfang immer hier hört. Aber es gab damals viel später für Weltraumspiele, namentlich sowas wie Privateer, Speech Packs zu kaufen. Dann konnte man die Sprachausgabe extra dazu kaufen. Mhm. Und das war sensationell. Mein Freund Niklas ist dann gekommen und hat gesagt, mein PC spricht mit mir, hör mal. So ein Aha-Erlebnis hatte ich bei Ultima 7 damals, dem wir auch nochmal einen eigenen Podcast widmen müssen, wo im Intro dann diese Figur des Guardians zu dir spricht. Das war zwar jetzt nicht die erste Sprachausgabe, glaube ich, die ich gehört habe, aber das waren ja ein paar Schnipsel hintereinander und dieser Typ des Guardians war einfach so fies und so cool. Das war ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Sehr gemein war der Guardian. Das müssen wir machen, nochmal eine eigene Sendung, ist versprochen. Ja. Also Ultima-Serie ohnehin, aber ich glaube, die Ultima-Serie muss man auch aufteilen. Aber Ultima 7 ist ja ein eigener Podcast wert. Stimmt. Wir schweifen jetzt schon ein bisschen ab, merke ich, so ins Anekdotische und auch in andere Spiele. Ich würde sagen, wir sind für heute durch, lieber Christian. Würde ich auch sagen. Das war eine erschöpfende Abhandlung über die Pirate-Spiele. Dann vielen Dank fürs Zuhören, für alle, die es soweit geschafft haben und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen positiven Kommentar oder eine Sternewertung auf iTunes freuen. In diesem Sinne dann bis zum nächsten Mal.